Dieses Verfahren nach Professor Gress zur Rekonstruktion der kleinen Schamlippen wird dann angewendet, wenn die Schamlippen oberhalb und unterhalb der Klitoris zu stark gekürzt wurden. Es besteht dann nur noch die Möglichkeit, die Schamlippen mit Vaginalhaut zu rekonstruieren. Dazu wird auf dem Kamm des Schamlippenrestes ein Hautschnitt gemacht und beidseits zu den großen Schamlippen und in die Vagina hinein die Haut abgelöst, nach oben und außen mobilisiert und gezogen, wodurch sich wieder neue innere Schamlippen bilden lassen.